ein wenig aufgeweckt. Und das ist, hoffen wir uns auch, weil das sah schon sehr resignierend aus. Die Bilder sagten einfach alles. Den Kopf schon in die Hände gestürzt, das sieht schon sehr resignierend aus. Jetzt die Angabe für den USC Münster durch Roberto Schieberklaus. Oh, da war viel Glück bei der Angabe. Und den kriegen die Schweriner nicht mehr hoch. Sehr Punkt für den USC Münster. War eine ganz kuriose Angabe. Kullerte übers Netz und dann war es natürlich schwer, den Ball wieder hochzubekommen. Punkt für Münster, 21:11. Vielleicht kann das ja auch eine Initialzündung sein. Bei Schwerin hat man das Team geändert. Drei neue Spielerinnen im Spiel. Jetzt war auch ein bisschen Glück gehabt bei der Angabe und kann so vielleicht noch mal ein bisschen ins Spiel finden. Ja, da haben sie schon gefreut, aber der Ballwechsel ist noch gar nicht... Doch, der Ballwechsel ist vorbei. Ja. Punkt für den SSC. Und Punkt für den SSC. 22:11 sticht auf die Nummer 4, Mirja Topic. Und Adler Robber kommt jetzt wieder für Janine Völker. Und auch Nadja Schaus wird gleich wiederkommen für Berit Kaufeld. Das hat die Nummer 2 aus Münster sehr gut gesehen, dass die rechte Seite von uns aus gesehen beim SSC nicht gut bestellt war eben. Und hat diese Lücke genau angevisiert und auch den Punkt gemacht. Ja, keine Chance für Marie Freck, den Ball zu holen. Und ich bin gespannt auf die Angabe von Ines Barton. Bisher wirkte das mit zu wenig Kraft. Es versucht als überlegte Angabe, aber auch da war nicht viel hinter und der Punkt ist die logische Folge für den Schweriner SC. Ja, Adlerover macht ihn, 23:12. Und Maja Pachale kommt für den SSC, für Patricia Thormann. Ja, das sieht wirklich so aus, als wenn Ture Alexandersen da all seinen Mädchen die Einsatzzeiten geben will. Ja, na sicherlich auch ein paar Ruhephasen, weil wie gesagt, Mittwoch steht schon wieder das nächste schwere Spiel an. Am kommenden Wochenende, glaube ich, sind sie dann zu Gast in Berlin beim Köpenicker SC. Also es geht hier immer munter weiter für die SSC-Damen. Der Block mit Anja Brandt und Adlerova wieder da, wo er sein soll. 24:12 Satzball für den zweiten Satz für Schwerin. Ja, Berit Kaufeld jetzt mit dem Aufschlag zum Satz gewinnen und es sollte ihm im Teufel zugehen, wenn der SSC hier diesen zweiten Satz nicht holt. Berit Kaufeld schlicht auf. Und den ersten Satzball abgewehrt vom USC, 24:13. Ja, Anna, diesmal besser überlegt, Widerstand. Anja Brandt in der Mitte bereit, diese kurze Variante abzufangen. Diesmal länger gespielt und dann auch den Punkt geholt für den USC Münster. Ja, der USC hat jetzt auch die Übersicht wieder gewonnen und die Punkte sind schon gut herausgespielt jetzt. Also ja, Andrea Berg mit der Angabe und Anna Robber, nein. Der geht noch weiter diesmal. Jetzt abgepfiffen und jetzt gibt es den Punkt für den Schweriner SC und das ist der Satzgewinn im zweiten Satz. Sie hören es, 2:0 Satzführung für den SSC. Der zweite geht mit 25:13 an den SSC. So, und Sie hören es wieder, die Halle ist da. Es erfolgt gleich der Anpfiff zum dritten Satz. 2:0 Satzführung für den SSC. Und los geht's. Damit die ganze Halle hat sich erhoben. Also zum größten Teil. Ein paar Münsteraner sind sitzen geblieben. Die haben das Spiel ja schon aufgegeben. Aber das wäre falsch. Weil ein Volleyballspiel ist erst beendet, wenn eine Mannschaft 3 Sätze gewonnen hat. Und zu diesem dritten Satz schlägt der Schweriner SC jetzt auf mit Denise Hanke. Aber noch ist Münster hier nicht abzuschreiben. Ja, da war wieder der gefährdete Sprungaufschlag. Und der Ball der Münsteraner geht ins Netz. 1:0 Führung für den SSC in Satz 3.
Anna Kotura mit dem Ball ins Netz und Dini Sanke wird erneut aufschlagen. Es sieht spektakulär aus, wenn die Nummer 10 Hanke aufschlägt, Wahnsinn. Aber allerdings wieder ins Netz. Ja, im zweiten Satz waren es plus zwei. Wir beginnen wieder mit einem. Denis Hanke, bereits ihr Dritter am heutigen Tag. Und Nummer 8 auf Schweriner Seite. Holz Grewe mit der Angabe jetzt. Auch ins Aus. Punkt für Schwerin. 2-1. Und für Schwerin kommt jetzt zum Aufschlag die Nummer 4, Emilia Topic. Auch wieder ein super Ballwechsel mit dem glücklichen Ende für Münster, abgeschlossen durch Christine Kaspersky. Ausgleich 2-2. Und ja, da haben sie mal Qualitäten bewiesen auf Seiten von Münster, die wir vorher vor allen Dingen auf Schweriner Seite gesehen haben. Und sie belohnen sich hier mit dem Punkt. Ja, auf alle Fälle zu Recht. Also das war sehr gut, aber jetzt gleich wieder für den SSC den Punkt geholt, die Nummer 3. Nadja Schaus, 3-2. Ja, da hat Denise Hanke wieder gute Übersicht bewiesen. Angetäuscht das lange Spiel und dann den kurzen Pass auf Schaus und dann keine Chance mehr zum Block für Münster. Schaus jetzt mit der Angabe. Und der Block der Münsteraner steht. Wieder Ausgleich durch die Nummer 10, Christine Kaspersky, 3-3. Ja, sie kommen also wieder gut, kommen jetzt gut also in den dritten Satz. Mal gucken, ob das so bleiben kann. Gwendolina Horstmann mit der Angabe. Topic holt den und das war klasse gespielt vom Schweriner SC. Super und auf Diagonal Paddy Thormann mit dem Punkt 4-3. Patricia Dormann jetzt auch mit der Angabe. Gut gesehen von Anja Brandt, die da den Punkt macht für Schwerin. 5-3. Und für den Aufschlag kommt Patricia Thormann. Da hängt Foot hinter, wenn die Kaspersky aufschlägt. Den Ball ins Feld des Gegners schmettert. Da hat kaum einer eine Chance. 5-4. Der Münsteran. USC Münster verkürzt. Und für die Aufgabe kommt jetzt sie, Christine Kaspersky. Ja, wobei man vorher sagen muss, Schwerin ein bisschen Glück hat, dass die Ball überhaupt rüber bekommen. Da hat Mira Topic sehr beschwert, dass der Block nicht so steht wie abgesprochen. Mal gucken, ob sich jetzt Nachlässigkeiten schleichen bei den Schwerinerinnen. Und Kaspersky könnte erneut der Schlüssel zum Punkt sein für Münster. Und der ist es zum Ausgleich 5-5. Ja. Vielleicht sind die Schwerinerinnen ja doch etwas müde von der Auswärtsfahrt nach Belgien. Das sah sehr souverän in den ersten beiden Sätzen aus. Jetzt doch schleichen sich einige Unstimmigkeiten ein. Und der USC weiß das zu nutzen. Und der Aufschlag von Christine Kaspersky. Punkt für den USC, 5-6. Ja, der hat ein bisschen Glück gehabt, Ines Barton. Aber der wäre auch mal ein bisschen druckvoller, auch wenn sie da Glück hat.
und holt den Punkt für Münster. Und die erste Führung in diesem Spiel für den USC Münster, muss man auch mal sagen. 6:5, Kaspersky mit der Angabe. Der Ball zu weit von Adler Robber und 2 Punkte Führung für Münster. 5:7 ausgehend von Christine Kaspersky und man fragt sich, warum er sie zum Anfang draußen ließ. Jetzt zeigt sich, was für ein Verlust Schwerin eigentlich erlitten hat durch die Nummer 10, Christine Kaspersky. Und das war ein direktes Ass von Kaspersky. Zur technischen Auszeit 5:8 und wenn es jetzt nicht eine technische geben würde, ich glaube, dann würde Tore Alexandersson jetzt seine Auszeit nutzen. Ja, man hört die Münsteraner jetzt auch wieder aufgewacht, haben ein bisschen Mut geschöpft jetzt hier im dritten Satz. Und das kann der Stimmung hier in der Halle nur gut tun. Ja, auf alle Fälle. Also zwischenzeitlich war es ziemlich ruhig hier unter uns, wo die Münsterer Fans sitzen. Und ja, jetzt sind sie wieder aufgewacht. Der USC führt im dritten Satz 8:5. Und wir sind gespannt, wie es hier weitergeht. Und Sie hören es, die Münsteraner. Und die Spielerinnen der USC Münster fordern die Fans auch nochmal auf, sie lautstark zu unterstützen. Sie haben hier die Chance, hier den dritten Satz vielleicht zu gewinnen und so ein Spiel zurückzukehren. Da war jemand dran von den Spielerinnen aus Münster. Und der Ball dann ins Aus. Punkt für Schwerin. 6:8. Und Adlerowa kommt für den Aufschlag. Und Wechsel bei Schwerin. Ne, Adlerowa geht runter und Janine Völker kommt zum Aufschlag. Ja, man wechselt bei der Angabe. Adlerowa ja auch schon von einer Fehlangabe. Vielleicht denkt der Tore Alexandersson da dran, weil das kann er jetzt gar nicht gebrauchen. Und was für ein Fund von Ines Barton. Also das kann ich so recht nicht ganz glauben, wenn ich das Spiel bisher von ihr gesehen habe. Ja, man scheint auch sie ist jetzt aufgewacht, hier viel mehr Druck hinter bei ihren Ballannahmen und beim Abschluss 6:9, Spielstand im dritten Satz. Der Block stand aber der Punkt für den SSC, da der Ball ist aus, gut geschlagen von Mira Topic. 7:9. Und für den Aufschlag kommt Anja Brandt. Punkt für den USC Münster 7:10. Ja, und sie rufen sich jetzt ein bisschen in Stimmung, in Euphorie.